Ja, Münster, herzlich willkommen zurück zu Super Mario RPG. Wie wir in der letzten Folge haben, das war nicht grammatikalisch oder rechtschreiberisch richtig. Nein, es war falsch. Aber es ist mir scheißegal, wir machen jetzt einfach weiter. Aber richtig hart. In der letzten Folge dürfte die Heirat hätte stattfinden sollen, hätte tun. Aber es ist nichts passiert. Die Toad-Hochzeit, die ist nicht stattgefunden. Booster hat nicht geheiratet. Dafür gab es einen richtig geilen Schmatzer zwischen Mario, Bowser und Booster. Daran werde ich jetzt immer denken, wenn ich an Mario RPG gehe. Und wir müssen jetzt Peach zurückbekommen. Zurückbringen nach Schwammerreich. Deswegen anscheinend so eine krasse Sequenz. Wunderbar. Und da sind wir in Schwammerreich. Ja. Willkommen, Mario. Ist alles in Ordnung? Ja, das sagst du immer, lieber Toad. Was ich mich jetzt frage, ob wir denn wieder... Hallo Mario, oh hi Mello, ich habe dich gar nicht gesehen, was braucht ihr, wonach sucht ihr? Ich möchte wissen, ob du neue Waffen verkaufst, aber... Nein, aber mein Hund will raus, das ist ja wunderbar, ich bin gleich wieder da. Und da bin ich back. Das geht auch schneller, als hätte man sich vorstellen können, ne? Yes, but, yes, ja. Wir müssen, glaube ich, hier rein, kann das sein? Oh mein Gott! Mario, du bist zurück! Und du bist auch noch ganz. Ja, natürlich bin ich ganz. Was war das? Prinzessin? Ich bin wieder daheim. Dank Mario und weiteren tollen neuen Freunden, die da eigentlich irrelevant sind für mich. Sie haben mich gerettet. Gehen wir zum Kanzler. Los. Komm, Mario. Lassen wir den Kanzler nicht warten. Also, ich dachte, wir machen noch einen kleinen Abstecher ins Schlafzimmer. Aber okay. Oh, was ich mich gerade frage, was passiert wäre. Ich gehe extra jetzt mal ins Schlafzimmer. Hallo, kann ich sagen, dass Peach back ist? Die Prinzessin ist immer noch nicht zurück. Kannst du nicht vorstellen, wie der Kanzler sich jetzt fühlt? Prinzessin! Hallo, Oma! Was? Ich bin zurück. Hoffentlich hast du nicht das für dich nicht gesorgt. Unsinn, Liebes. Immerhin weiß ich über den Kanzler. Da wollte ich gerade hin. Bis bald. Kann ich jetzt Prinzessin Peach's XXS... Nee, kann ich nicht. Oh. Mario! Durchführen nicht andere Leute Sachen! Oh lol! Als ob es eine extra Szene gibt. Ist ja mega heiß. Hilfe. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Aber cool. Okay, das unterstreicht nochmal, dass es wirklich vielleicht ein Sextoy sein könnte. Womit Peach ihre Späßchen betreibt. Ich stehe Wache! So ein ekliger, so ein widerlicher Drecksack, das gibt's gar nicht. Die Wache lässt mich besser in Ruhe, während ich das Gesicht überputze. Also es gibt jetzt nicht krasse Peach-Nachrichten, noch okay. Schade, jetzt geht's richtig krasse Party ab, wenn wir eben Bescheid sagen, dass Peachy-Queachy wieder zurück ist, aber okay, noch nicht. Hallo? Da! Der Toad ruft Toad. Kanzler! Da, die Prinzessin, sie ist zurück! Gott sei Dank! Das war ein echter Albtraum! Ich bin ein nervöses Wrack! Alle haben sich Sorgen gemacht! Ja. Aber es geht mir gut, ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich bin schon eine erwachsene Frau. Mit etwas Hilfe von Mario natürlich, ja, ja. Leider hat man den Kumpel gemacht. Kommt! Gehen wir doch besser mal vom Eingang weg! Ja, natürlich. Das wäre sinnvoller. So. Mario, wir sind dir wirklich sehr dankbar. Eigentlich bist du am meisten, aber... Ja, geil. Aber erzähl mir mal etwas. Warum traust du den Bowser? Traust Bowser? Wovon redest du denn da? Hallo? Mario, was machst du damit? Was ist hier los? Hilfe! Es ist doch nur Bowser, Alter, immer so richtig objektiv alles hier bewerten, widerlich. Kanzler, hört her, entspannt euch, ich mache alles im Griff. Ja, na gut. Bowser, vielleicht erzählst du deine Geschichte. Was genau meintest du, als du sagtest, du hättest größeren Fisch zu braten? Kann denen nicht die Wahl erzählen, dann bin ich erledigt. Okay, ja, guck mal. Ja. Entschuldigung, vielleicht kann ich es erzählen und die anderen geben ihre Kommentare dazu ab. Die Prinzessin, Bowser und Mario folgen nach einer schrecklichen Explosion in verschiedene Richtungen davon.
Etwas Riesiges flog durch die Star Wall, hoch über Bowsers Zuhause und machte Kabumm! Genau in Bowsers Burg. Es war ein Riesenschwert. Bowsers Burg wurde jetzt von Monstern übernommen, die einem Ekel namens Mivi helfen. Die haben mich rausgeschmissen und ich habe meinen Urlaub genommen. Das können sie ja nicht machen. Ich arbeite an einem Plan, um die Burg zurückzuerobern. Mario kam zu mir und bettelte, ich sollte ihn die Koopa-Truppen aufnehmen. Ich hatte gar keine andere Wahl. Es war mitleiderregend. Nein. Also so war das natürlich nicht. Ja, Mario, wir wissen, dass Bowser die Wahl etwas dehnt. Und Mello, was ist mit dir? Warum reist du mit Mario? Weil Mario mir hilft, mein wirkliches Zuhause zu finden, meine Eltern. Darum bin ich mit ihm zusammen. Ja, wir sind gerade richtig cool. Richtig gutes Couple. Was? Das ist ja furchtbar. Schrecklich, grässlich. Hoffentlich findest du deine Eltern bald. Huhu. Und Gino, richtig? Warum sind du und Mario? Ja, ich möchte in Smash bei Join, dass wir... ich meine, die Star Road wurde zerstört. Ich soll sie reparieren. Mario hilft mir, die Sternteile zu finden. Ich benötige sie zur Reparatur. Sternteile? Die Star World erfüllt Wünsche. Solange wir nicht alle Sternteile finden und sie reparieren, kannst du deine Träume vergessen. Was? Das ist ja furchtbar! Schrecklich, grässlich! Otto! Ja. Genau, zum Beispiel, Bowser hat dich entführt. Ohne der Hilfe der Star World wirst du wahrscheinlich nie gerettet. Oh, das ist doch gut. Das hört sich jetzt aber sehr gut an. Vergessen wir einfach diese Sterndinger. Spitze, Bowser. Dann sag Tschüss zu deiner ehemaligen Burg. Was? Gut. Wenn Mario die Sterne nicht findet, gehört Tots zu mir. Aber ich komme nicht in meine Burg. Ohne Mario und die Sterne. Will ich meine Burg zurück? Brauchen wir diese Sterndings? Aber... Hä? Erklär das nochmal. Ah! Ignoriert diesen Idiot. Alter. Ich möchte nicht in einer Welt ohne Wünsche leben. Wir müssen diese Sternteile jetzt finden. Prinzessin? Das kann nicht dein Ernst sein. Du schließt dich ihnen nicht an. Also, nee, das wäre Wahnsinn. Eine Prinzessin. Was würde doch Volk sagen? Egal, die Lage sieht jetzt hoffnungslos aus. Ich bin müde. Ich ruhe mich eine Weile in meinem Zimmer aus. Mario, Mello, Chino und Bowser, du auch. Viel Glück. Oh, Junge. Ja, das ist aber sehr nett. Peachy Quichy. Na dann, dank Mario ist die Prinzessin zurück. Dieser Tag soll für immer bekannt sein als... Nee, warte mal. Du nimmst doch nicht an... War es vielleicht dieses Miffy, der uns angegriffen hat? Ich fürchte, das war nicht der letzte Angriff. Darum bitten wir dich um noch einen Gefallen. So wie ich... Wie jeden Tag eigentlich. Im Namen von uns allen musst du Miffy besiegen. Das ist der einzige Weg, wieder Frieden in diese Welt zu bringen. Ja. Präsenz... Peach ist zu Hause. Aber sie will in Königreich bleiben. Achso, ihm. Ja, ich habe gerade ihn gelesen. Immer so, hä? Das Einzige, was wir tun können, ist warten. Enttäusch uns nicht. Schon wieder? Alter, was willst du alles von mir? Gut gemacht, Mario! Schöne Jagd, Mario! Danke, Mario! Gut gemacht, Mario! Ich liebe Toads Stimme. Die, wenn man zum Beispiel hier Halsschmerzen hat oder so, oder davon Halsschmerzen... Was ist denn jetzt los? Mario! Ich würde eigentlich sagen, das hilft gut, den Schleim zu lösen. Was macht Peachy denn jetzt hier? Bitte, Mario, nimm mich bitte mit. Keine Sorge, Oma hat mir geholfen. Sie wird niemals merken, dass ich weg bin. Hoho. Nun, finden wir einen Stern. Aber wo könnte einer sein? Du meinst den Sternteil, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Mario, in solchen Zeiten... Ja. Aber wir gehen zu Frau Fuzius, oder? Was machen wir nun? Wir sollten Opa fragen. Er weiß es bestimmt. Na gut, gehen wir. Wie ich dachte, Totsu schließt sich wieder an. Wieder? What? Warum denn wieder? Jetzt will ich schon wieder. Ich möchte bitte wieder jetzt gucken, ob wir was Neues haben, weil ich habe irgendwie das Gefühl... Ja, hier. Ich... Dankeschön. Nö. Ich habe das Gefühl... Wir bekommen immer so die neuesten Sachen wirklich in den neuesten Shops. Also dementsprechend habe ich nicht vorgehabt. Warte mal.
Nee, ich kann, okay, ich kann jetzt nicht ins Dingens gehen, ins Statusmenü. Dann mache ich das gleich mal hier mit dem Froschteich. Ich möchte mal gucken, wie viele Dingensmus wir haben. Was soll ich jetzt gerade gucken? Bin ich jetzt völlig mit Schugge? Ah, will ich Peachy reintun. Guck mal, Angriff 40, das ist halt so eklig. Magischer Angriff 40. Ja, da ist sie wenigstens gut dabei. Bist sogar besser als Bowser. Oh, oh, aber Angriff 80. 80? Ja, dann geht das ja eigentlich klar, ne? Ist sogar besser als Mario einfach. Ich kann mir aber nicht vorstellen, einfach hier Gino rauszutun. Das könnte ich nicht. Wir leveln aber alle ja gleich, deswegen ist es ja relativ egal, wenn man mitnimmt, ne? Ich wollte gucken. Ich hab vergessen. Ach, Münzen. 427, ne, wir haben da nicht genug für, oder? Für, dieses komische Extra-Teil da. Ihr wisst, was ich meine, mit der Röhre, wo ich die Maulwill, wo das war doch. Da gab's doch dieses für 399 oder 499, irgendwie sowas, weiß ich nicht mehr. Fuck Foods ist mein lieber Freund. Wisst ihr schon was Neues? Das Neueste? Ein großer Stern soll am Sternenbeck aufgetaucht sein. Wow, Fokfuzius. Du bist ja so geil, ey. Alter, was für eine Nachricht. Ich hätte ohne dich niemals herausgefunden, dass das so krass... Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade. Ne? Ich dachte, das wird jetzt ein richtig krasser Storystrang, wo Fokfuzius nochmal richtig krasse Animation zeigt, aber nein. Dann gehen wir jetzt zum Sternenberg, oder wie hieß es jetzt? Mary mal zum Sternenberg, ja. Hallo? Sternenberg. Auf geht's. Okay. Sternenberg, was ist das? Ich bin ein bisschen ängstlich gerade. Ist das was mit der Blume hier? Was ist das jetzt? Marymore. Rede mit der Blume. Und der Sterntür öffnet sich. Ah, okay, da kommen wir wieder raus, ich verstehe. Was ist das jetzt hier? Sternenberg. Ah, hier geht's zum Sternenberg, dann oder wie? Wahrscheinlich Teleportation? Ja. Das ist der Sternenberg. Die Wünsche von der Star-Lord fallen von hier herunter. Aber bei einigen noch nicht genehmigten Wünsche fallen jetzt, weil Smivy die Star-Lord zerstört hat. Fokfuzius hat etwas von einem Sternteil hier gehört. Suchen wir danach. Was ist das für ein komisches Vieh? Etwas Grillenmarmelade. Ja, ist ja klar, dass ich das betätigen kann. Was ist das? Ich möchte eine Familie haben. Mello vielleicht? Also, was sind das jetzt für komische Kamel... Mastadum. Alter. Was zur Hölle? Die Gegner-Designs sind ja immer abstruse. Wer setzt sich hin und denkt sich, ja, das passt zum Mario-Universum, ne? Ein Chamäleon kann ich ja noch ein bisschen verstehen. Aber was zur Hölle? Was zum Fick ist das? So ein Abschaum, so eine Monstrosität von Gegner? Was zur Hölle? Es ist einfach, ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ich rege mich hier auf, weil es ist, ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt... Ich weiß nicht, ob ich das ernst nehmen kann oder sollte. Soll ich mich jetzt gerade mal mit die Musik leiser machen? Ich finde das kleine Pinüppel-Ding hier nicht. Wegen so. Nein! Ich wollte damit sprechen. Hallo? Mein Baby soll klug sein. Okay. Das ist auch wieder ein Tor. Ich will keine Heususe sein. Ah, das ist Mello, ne? Ja. Dieser Wunsch ist privat. Was glaubst du, was du bist? Andere Leute Wünsche auszuspionieren. Komm, unsere Suche nach den Schattern ist wichtig. Alle 10 auf uns, beeilen wir uns. Ich möchte euch jetzt aber schon bitte... Hallo? Entschuldigung, ich war nur so verlegen wegen meines Wunsches. Das habe ich tatsächlich gemerkt. Huh, Gegner, was ist das? Muku Muku. Erinnert mich irgendwie an Paper Mario? Diese Waka Wakas, wenn die so heißen. Wie hieß die? Waka Waka? Ich glaube schon, diese blauen Waka Wakas, ne? Verrückt. Da! Oh, Badit! Nein! Scheiße. Der hat bestimmt viel gegeben, ne? Na komm. Ich glaube jetzt nicht, solange die Mammuts nicht kommen. Ja gut, so viel dazu, ne?
sehen halt einfach aus wie Mammutskelett. Da kann mir keiner sagen, nee, das sieht nicht so aus. Guckt euch das an. Ich mach mal einen Sprung. Gucken, wie viel Schaden der macht. Wow, lohnt sich halt gar nicht. Saugstrahl. Das ist einfach ein Mammut, ein totes Mammutskelett. Was soll das denn hier? Und es fliegt oder ist es im Wasser? Ich weiß es nicht. Ich verstehe auch manchmal diese... Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will das auch gar nicht so, wie ich, so gut... So, ja, ne? Bis gleich. Ach Gott, das waren alle Gegner, aber ich hatte leider nicht die Möglichkeit, den Banditen zu bekommen. Naja, ich war zu langsam. Ich habe mir nochmal die Chance, ich weiß es ja nicht. Mehr Wünsche. Nur diese Melodie. Oh nein, das war... Oh nein, das ist bestimmt Totowski, oder? Der Hunger. Oh, etwas essen. Vielleicht Morwill, das eine Mädchen, was mir was essen möchte? Bandit, Bandit! Scheiße, den bekomme ich auch nicht. Aber vielleicht gibt es mehrere Banditen. Ich weiche erstmal den meisten Gegnern aus, um einfach die Dinger hier zu lesen. Das ist jetzt eine große... Nein, ich bin einfach nicht in den Rhein gerannt. Ich will der beste Schatzjäger der Welt sein. Ihr könnt ja eure Ideen dazu mal in die Kommentare schreiben, wer ihr denkt, wer das sein könnte. Hoffentlich findet Mello heim. Dieser Wunsch, der ist von meinen Eltern. Sie wünschen, dass ich heimkomme. Es kann auch Frau Fuzius sein, der einfach sagt, er hofft, dass... Jetzt ist nicht die Zeit zum Heulen. Sie warten schon auf mich. Komm, wir haben noch viel zu tun. Ich lasse dich Staub fressen, wenn du nicht bleibst. Dich beeilst. Was immer jetzt verstanden? Yes. Gut. Hier, die kann man nicht andrücken, ne? Da oben waren wir schon, ne? Hier, den haben wir schon. Genau. Der beste Schatzjäger. Wobei, ich weiß es nicht, ne. Mir fällt nicht ein, was das hätte sein können. Da waren wir schon? Nein, Alter. Einfach mal stehen bleiben. Was ist denn daran so schwer? Das triggert zu hart, ne? Da war ich auch schon. Der Hunger, ja genau. Das Tor ist offen. Was haben wir hier? Ich will ein guter Bäcker sein. Mary Moore, ne? Der Chefkoch. So, aber trotzdem bin ich jetzt immer noch nicht in Bandit reingelaufen. Das gibt's ja nicht. Gut, okay, dann besiege ich mal alle Gegner. Dann wir sehen uns gleich wieder. So, das müssen alle Gegner gewesen sein. Das hoffe ich zumindest mal. Ich habe leider wieder keinen Bandit bekommen. Ich hatte zwei in einem Kampf dabei. Jetzt gibt's auch nicht. Jetzt sind schon wieder hier Gegner, ne? Alter. Vielleicht finden wir diesmal die Banditen. Ich möchte schneller sein. Vielleicht der Yoshi? Zur Hölle? Warum ist hier... warum ist hier jetzt ein Sternteil? Kann mir das bitte jemand mal verraten? Da komme ich doch nicht einfach so easy, oder? Hallo? Außerdem wollte ich den Raum noch clearen, Mann. Hey, Spiel! Ja! Gratis Sternteil umsonst. Yay, easy. Fragwürdig. Das kommt mir so vor, als hätten die einfach keine Lust mehr gehabt, gerade hier irgendwie da für das Sternteil noch irgendwas zu machen. Aber okay. Du kommst dann weiter, doch deine Reise ist noch nicht vorbei. Es gibt noch drei Sternteile. Stände nicht gerade Sterne? Okay, doch, ich darf doch weitermachen. Ich dachte schon gerade. Okay. Was stand jetzt hier? Ich möchte schneller sein. Das könnte Yoshi sein. Das könnte Yoshi von der Yoshi-Insel sein. Ich will so gut ein guter Klempner wie mein Bruder Mario sein. Das war, glaube ich, Luigi. Ja, glaube ich nämlich nur. Ich vermute das jetzt nur ganz streng einfach mal. Ja, natürlich kann ich da nicht durchgehen. Nein. Mario ist zu fett. Zu thick. Bandit, bleib stehen! Alter, wie soll man den empfangen, wenn die so harte, ekelhafte Abbiegungen machen? Ich glaube, die Antwort lautet einfach gar nicht. Was war jetzt los? Aber es erschien einfach so... Macker, oder wie hießen die nochmal? Ich glaube, Macker. Macker macht das Würstchen. Muku, Muku. Oh Gott.
Mucku. Ja, ich besiege meine Gegner. Ne? Bis gleich. Gleich vor allem. Bis gleich. Na gut, okay, das war der letzte Gegner. Es war nur einer noch. Nach dem von eben, aber. Naja. Man kann dann nicht sich 1000 Gegner wünschen. So, was passiert jetzt? Wo werden wir jetzt hingebeamt? Einfach auf die World Map? Es kam so random. Dann beende ich jetzt auch den Part, weil ich meinen Sternteil bekommen. Da geht's mir jetzt storymäßig krass weiter. Wah! 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 Nebenbei, es sieht total so aus, als wäre da irgendwie ein Komet abgestürzt, ne? Der einfach da liegen würde. Das sieht ja weniger aus wie ein Berg. Heißt aber Sternberg. Na gut. In der nächsten Folge begeben wir uns zum Blauhafen und schauen mal, was da los ist, ne? Deswegen, ich würde sagen, wir sehen uns. Ich kann nicht reden, Mann. Ich glaube nämlich, hier kommt ein richtig schwerer Boss. Glaube ich. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, bleibt münzig, Tschüssikowski.